Jetzt können wir noch eine Potion of Night Vision machen. Eine Potion of Night Vision. Okay. Die mache ich schnell. Bis gleich. So, die Night Vision Potions sind fertig. Ich habe direkt noch ein paar mehr gemacht. Die können dann hier rein. So, wir brauchen ja eh nur eine. Und ja, die können wir jetzt auch wieder mit unserem Helm verkraften. Und hier stehen 15 Level. Plus nochmal 15 für was anderes. Also insgesamt 30 Level wieder. Zum Glück bringen unsere Lapis-Farm genug. So, mal schauen, ob es jetzt auf 15 Level sind. Der Helm. Und die Potion of Night Vision. Mit 10 Level nur. Kriegen wir Night Vision jetzt hier drauf, auf den Dark Helm. Können wir übrigens mit P toggeln. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch stimmt. Na, jetzt brauchen wir einen Note-Block. Note, habe ich zufällig einen? Nein. Note-Block. Einen ganz normalen Minecraft Vanilla Note-Block. Den craft man eigentlich nie, weil man den auch nie braucht. Aber diesmal brauche ich den. Der ist nämlich ganz schön wertvoll. Ich warte mal, bis das Holz da ist. Bis gleich. So, Holz ist da, Notebook ist da. Sehr geil. Dann hier können wir jetzt auf den Helm gehen und den Notebook reinlegen. Und jetzt haben wir Sound Locator. Was macht aber Sound Locator? Sound Locator zeigt einem halt Geräusche an. Wenn zum Beispiel irgendein Schaf 10 Kilometer weit mehr macht, dann wird mir das angezeigt. Das ist praktisch, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, jetzt haben wir Sound Locator, Night Vision und Solar 2, ne? Ja, genau. Jetzt fehlen uns nur noch Empowered Level für alles. Dafür brauchen wir 4 Double Layer Capacitor und 4 Octaket. Octetic Capacitor. Capacitor? Ja, die beiden fehlen uns jetzt noch. Einmal so. Die craft ihr jetzt auch nochmal im Zeitraffer. Bis gleich. So, und die Vibrants sind fertig. Ich habe gerade noch ein bisschen was geschaut. Und da lässt sich noch ganz schön viel machen. Und wir haben jetzt 4 Octaket Capacitor. Die werde ich auf jeden Fall noch für die Maschinen alle craften. Nochmal 2 weitere. Und na, jetzt gehen wir hier an unseren Anvil. Packen den Dark Helm rein. Und ein Double Layer Capacitor. Und damit kriegen wir jetzt Empowered 3 hier raus. Das gleiche machen wir nochmal Brustplatte. Empowered 3. Warte, so. Bam und bam. Empowered 3. Bam und bam. Empowered 3. Jetzt haben wir hier überall Empowered 3 stehen. Aber das ist nicht alles. Wir können nämlich noch hier einen reinlegen. Und ein Octaket Capacitor hier noch reinlegen. Da kriegen wir Empowered 4 raus. Damit upgraden wir die Batterie auf 1000. Bärmse! Steht denn das hier? Empowered Power 1 Million. Ne, 1 Million? Doch, stimmt. 1000k steht da ja. Ah, nice. Und Power wird, 95% des Schadens, den ich nehme, wird durch Strom absorbiert. Ist super bei den Schuhen, wenn ich dann irgendwie 10.000 Fallschaden nehme. Und meine Rüstung ist ja auch 10.000, Strom frisst. So. Oh. Level 20. Okay, ich brauche noch mal ganz Level 40. Ist ganz schön teuer hier. Ich war gerade eben Level 100 noch. Wow. So. Dann Hose und das haben wir Empowered 4. Schuhe und das haben wir hier auch Empowered 4. Sehr geil. Und damit haben wir jetzt eigentlich alles gemacht, was hier auf meiner Liste steht. Aber das ist noch nicht alles. Ich weiß nicht, ist sie. Ne, die ist noch nicht aufgeladen. Ja, gut. Damage Level Protection. Wenn powered, Fall Damage negates, wenn powered.
Kann man da jetzt nochmal mit Diamanten draufklatschen oder was? Oder was heißt das mit Diamond Level? So, Diamond Level. Nee, ich dachte schon. So. Okay, hier können wir jetzt auch andere Sachen nämlich draufklatschen. Das kommt weg. So. Nämlich Anvil Upgrades, Apurus Shoes. Wir können eine Apurus Rüstung machen. Denn ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus Aegirons Guise, haben wir noch uns um Bienen gekümmert. Und manche Bienen hatten negative Effekte, wie zum Beispiel Vergiftung. Und diese Apurus Rüstung, die schützt davor. Dafür brauchen wir aber dieses Woven Silk. Und das kriegen wir nur von Silkwisp und das kriegen wir halt nur von, ja, Bienen. Aber dann müssen wir auf jeden Fall auch noch anfangen. Und ich hab so gar keinen Bock drauf. Ja, zum Beispiel Tropical, die hat, glaube ich, diese Effekte gemacht. Ach nee, ich hab so gar keinen Bock auf Bienen, ehrlich gesagt. Hier können wir noch Goggles auf Revealing machen. Wie schreibt man die? Die hier, glaube ich. Was machen die denn überhaupt? Zwei Glas und ein Bronze? Bevor ich die machen will, muss ich erstmal schauen, was die machen, weil Googles auf Revealing, die müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Die können wir uns sogar schon craften. Und hier können wir nur noch Apurus-Rüstung draufklatschen. Okay. Aber diese Rüstung ist jetzt echt hart OP. Die können wir uns aufladen. Denn hier habe ich ja so eine kleine Aufladestation gemacht. Mit HV und Duction-Dingern. Und jetzt können wir unsere Rüstung nehmen. Und hier aufladen. So. Die frisst natürlich 1 Million. Ja. 1 Million und kein Cent auf der Bank. Ich schau mal ganz kurz. Sorry. Ja, hier sind ein paar Sachen. Wir können mal ganz kurz Night Vision machen wir mit N, okay. Speed Step Assist. Ich muss mal schauen, wie ich das alles hier regel und so. Vielleicht mache ich das wirklich mit den Numpads. Aber naja, wir laden jetzt auf. Aber das nehmen wir vielleicht noch nicht heute. Wobei, ehrlich gesagt, ach, hier ist das schon fast voll. Vielleicht gemerkt. Na gut. Wir haben jetzt eine volle. Ich würde mal sagen, ich lade die mal ganz kurz auf. Bis gleich. So, die Rüstung ist aufgeladen. Und ich würde mal sagen, unsere alte Rüstung legen wir weg. Übrigens, Problem ist hierbei, übrigens mit dieser Dark-Steel-Rüstung, wir können kein Jetpack damit noch tragen. Das ist ein Problem. Naja, wir setzen die jetzt mal an. Und wir sehen schon mal echt hart geil aus. So sehen wir jetzt aus. Alter. Ich würde so gern zoomen. So. Bam. Ist vielleicht für ein Thumbnail oder so, ne? So. Wir sehen jetzt aus wie so ein ultra super Typ. So. Geheimer Gerd. Und man merkt, wir sind schon schneller. Und wenn wir jetzt mal anfangen zu sprinten. So. Alter, wir müssen aufpassen, unbedingt, weil wir haben hier nämlich Step Assist. Okay, das geht nicht beim Zaun, aber wir können halt über die Zäune rüberspringen. Und wir kommen nicht mehr aus dem Void raus. Also wir sind wieder anfällig fürs Void. Bams! Und wir nehmen keinen Fallschaden mehr. Gleichzeitig lädt sich auch die Rüstung auf durch unseren Helm. Langsam, aber sie lädt sich auf. Wovor ich halt am meisten Angst habe, ist halt wirklich das Void jetzt wieder. Denn ich hab's ja hingekriegt, durch das Jetpack halt, dass uns das Void jetzt keine Angst mehr macht. Ne? Auf jeden Fall, ja. Durch diese Rüstung haben wir jetzt Step Assist, wo wir einfach Blöcke hochlaufen können. Voll geil. Ich muss nie wieder springen. Dann haben wir jetzt auch Flippers. Stimmt. Flippers, ich habe hier leider kein Wasser gerade. Ja. Auf jeden Fall, nein, man merkt schon, wir haben jetzt Jump. Durch Jump 3 können wir jetzt dreimal so hoch springen. Ne? Einfach die Leertaste gedrückt halten und schon springen wir höher. Der hat ganz schön was genommen in Sachen Strom. Wahrscheinlich wegen Volldamage und so.
Oder wegen Jump. Speed habe ich jetzt auch gezeigt. Glider. War auf welcher Taste? Ich glaube, warte. Nein, ich will immer F drücken, Mann. Alter, das ist so eine Optik, Alter. Ne. Sowas nicht. Ich glaube, ich habe das einfach noch nicht enabled. Glider. Slash. So. Hui. So, jetzt können wir auf Slash drücken. Und der Glider ist active. Jetzt können wir nämlich gliden. Ja. Hui. Ich finde das so ultra geil. Ich fliege nicht ganz. Huch. Windows Disconnect Sounds. Random. Yeah! Woohoo! Autsch. Es ist so hart geil, weil das so eine komische Optik ist. Und jetzt habe ich auch wieder Angst vor dem Void übrigens. Es ist so hart. Oh mein Gott. Wenn man halt nichts drückt, dann gleitet man trotzdem weiter. Man kann den Glider nicht richtig kontrollieren. Und übrigens, wir haben auch Glider so auf dem Rücken. Voll geil. Ich deaktiviere den mal wieder, weil der ist sehr gefährlich. Und Sound Locator und Night Vision. Night Vision ist halt klar. Und der Sound Locator ist auf Period. Das war, glaube ich, Period, auf Punkt. Jetzt drücken wir auf Punkt. Und da hinten kommen jetzt Soundfiles. Hier sehen wir jetzt überall Soundfiles rumfliegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch hier ist. Nein. Aber wir sehen jetzt hier, okay, manche Sachen machen halt keinen Sound, wie zum Beispiel, also halt, wird nicht erkannt. Aber hier sehen wir schon mal die Soundfiles, ja. Ach ja, ich kann jetzt auch nicht mehr nach unten in den Keller fliegen. Ich muss darauf aufpassen, wenn ich jetzt hier irgendwie über den Zaun springe und vergesse, dass ich hier nicht mehr fliegen kann. Das ist suboptimal. Da war gerade auch irgendwas. Ja. Hier zum Beispiel, wenn hier irgendwas gesetzt wird, ein Block. Also die Maschinen und so, die machen halt keine, also die werden nicht markiert, die Sounds. Eigentlich würde das jetzt auch im Soundfilm machen müssen. Egal. Ja, auf jeden Fall, jetzt sehen wir halt überall hier die Sounds. Stimmt, wir können jetzt hier überall hochspringen. Boah, Alter. Ich fühle mich so mega unsicher jetzt plötzlich wieder mit dieser Rüstung. Und das hier. Ach, die Baumfarm. Okay, cool. Die Baumfarm macht auch Geräusche. Ja, auf jeden Fall, das war es jetzt mit dieser Rüstung hier. Ich glaube, ich werde doch lieber noch das Jetpack anbehalten, auch wenn wir so echt hart geil aussehen. Ja. Übrigens, Sound Locator mache ich wieder aus und Night Vision mache ich an. Ich glaube, das war Numpet 7. Ach ne, das war der Jump. Hier, ne? So. Ne, das war N. Warte mal. Hört mal hin. Ich weiß nicht, ob das richtig hört. Ich glaube, das hört man nicht. Kann das sein? Der macht halt so ein Pziuuu. Als würde man wirklich so eine Night Vision, so eine Nachtsichtbrille, so ein Nachtsichtgerät vom Militär oder so irgendwie einschalten. Okay, das ist hart geil. Ich liebe diese Rüstung jetzt schon. Sie sieht nicht nur ultra geil aus, sie ist auch ultra geil. Ja, ich werde trotzdem nochmal das Jetpack anziehen, weil ich ohne Jetpack fühle ich mich so unsicher. Und da diese Rüstung, man hat halt so einen Supersprung, dass man einfach über die Zäune rüberspringen kann. Und zusammen mit dem Glider ist es nochmal extra gefährlich, weil man den Glider nicht kontrollieren kann. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man... Ach nee, warte, den Glider habe ich ja ab. Beziehungsweise Jetpack und Glider kann man ja nicht gleichzeitig tragen. Ja. Deswegen muss ich mich jetzt vom Glider verabschieden, beziehungsweise von der Brustplatte. Und ja, das ist schade. Naja, ich würde mal was sagen, wir haben schon harte Überlänge. Und ich würde mal sagen, schau Leute, wir sehen uns. Bye bye und ciao. Tschüss. Man sieht gerade eh nicht, was ich mache, weil ich habe hier gerade die Endcard-Elemente. Egal, tschüss.